Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. So, als erstes, ja, werden wir mal was gucken. Nämlich, wir kaufen erstmal die Tierchen. So, wir haben viel zu tun, möchte das aber systematisch abarbeiten. So, als zweites, will ich noch mal was anderes gucken. Und zwar, wie es mit dem Preis aussieht für den Weizen. 640, ihr seht, also es lohnt sich tatsächlich, denn der Preis steigt so langsam wieder. Das heißt, wir kriegen jetzt im Prinzip schon wieder 12 Euro mehr pro Liter. Klingt erstmal noch nicht so viel, aber, also pro 1000 Liter, so rum. Da wir aber 120.000 Liter haben, sind das also auch schon wieder nur 1400 Euro mehr. Und ich denke mal, wenn wir dann noch ein bisschen warten, haben wir vielleicht das Glück, dass das sich noch etwas erhöht. Hoffe ich zumindest inständig. Aber halt, ich lasse die Zeit gerade vorlaufen. Wie sieht es überhaupt aus? Gut, ist noch nicht erntereif, also alles optimal. Wo scroll ich da eigentlich gerade hin? Hallo. So. Gut. Ja, also erstmal den Mistkarren wieder runter. Wie gesagt, haben wir noch ein klein bisschen hier Aufräumarbeiten zu erledigen. So, dann stellen wir den Mistwagen hier erstmal auf die Seite. Gut, kuppeln den ab. Und werden das Kerlchen erstmal zum Garant rüberfahren. Ja, ihr seht schon hier an der Wiese, es ist schon wieder im Wachstum, aber ja, noch lange nicht so weit, dass wir es hier gut abmähen können. So, mal gucken, ich fahre jetzt hier vorsichtig mal durch, nicht, dass mir da wieder irgendein Baum vor den Traktor oder vor die Schaufel springt, wie damals beim Radlader. Hat aber diesmal wunderbar geklappt. So, und komplettieren erstmal hier das Garantsystem wieder, dass wir hier entsprechend wieder vorbereitet sind. Jo, wunderbar. Oh, 15.43 Uhr, also wir haben noch gute 8 Stunden Zeit jetzt. Okay, so, hier steigen wir mal kurz aus. Ich möchte nämlich mal schauen, wie es aussieht mit unserem BGA-Silo, ob das jetzt so langsam vorwärts kommt mit dem Gären. Ja, 47%, in Ordnung, das passt soweit auch. So, dann haben wir noch den Radlader. Ja, ist ja gut da hinten, was motzt ihr denn? Ihr habt doch gerade was gekriegt, oder? Also jetzt mal hier nicht frech werden, ne? Oh, denn den Knaben werden wir als nächstes natürlich auch bei der BGA brauchen dann, wenn das Silo soweit ist. Oh, falsch rum reingescrollt. Ja, da freue ich mich also auf alle Fälle schon mal drauf mit dem Weizen. Wie gesagt, das behalten wir jetzt mal verstärkt im Auge, weil ja die Zeit schon ein bisschen vorläuft. Und ich würde das nach Möglichkeit gerne machen, bevor wir mit Feld 15 anfangen, weil im Moment haben wir nur ein Gespann. Es wird definitiv ein zweites Gespann kommen. Das werden wir also bald brauchen. Nur jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir erstmal die Zuckerrüben-Erntemaschine uns hier holen. Und da die ja ein bisschen was kostet, werden wir dementsprechend hier erstmal ein bisschen Geld scheffeln. Oh, 15.48, 49, da geht's also auch gleich rund. Bin ich nämlich mal gespannt. Dann kommt nämlich die nächste... Ja, so, vorsichtig. Ah, die rutscht immer so gerne schnell weg, die Palette. Ja, klein wenig ängstlich, aber besser als, dass die Palette uns abhaut. Ah, da, 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 da. Oh, vielleicht noch ein bisschen mehr anneigen. Das sollte vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, ja, der Schwerkraft entgegenwirken. So. Ja, und in 9 Minuten ist die nächste Preisänderung. Da bin ich mal gespannt, ob der Weizen noch einen Ticken hochgeht. Wäre ja gar nicht übel. Denn, ja, dann könnten wir aus dem, was wir noch haben, ein bisschen mehr machen. Und ich denke mal, die Gerste, die wir dann kriegen, die werden wir definitiv auch verkaufen. Weil wir ganz einfach ja schon einiges drin haben. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wurde auch schon gefragt, diesmal von einem Arbeitskollegen, warum ich jetzt auf einmal so viel an den Verkauf denke. Aber es ist ganz einfach. Wir haben eine Menge im Silo drin. So, jetzt können wir erstmal hier wieder runterfahren. Auch den bringen wir dann gleich runter zum, ja, würde sagen, zu Ladewagen und Mistwagen. Wagen, denn da unten brauchen wir es wahrscheinlich als nächstes, hier oben erstmal noch nicht. So, und während wir fahren, können wir gerne mal in die Statistik gucken. Ihr seht es also, wir haben 355.000 Liter jetzt schon im Prinzip an Gerste drin. Ja, und das große Feld bringt ja noch mal ein bisschen was. Und wir haben ja gesagt, so um die 200.000 werden wir auf alle Fälle uns aufheben. Falls eine große Nachfrage kommt, dass wir nochmal zuschlagen können. Ja, wobei ich schon am überlegen bin, ob wir uns dann noch ein bisschen mehr aufheben, aber ist eigentlich unsinnig, weil irgendwie wollen wir das Kapital ja auch dann nutzen,
und nicht jetzt hier sagen, auch schön, wir haben das Silo voll und sind auf, was weiß ich, 1 Million Liter. Dann haben wir da in Summe, wenn wir bei 4 Fruchtsorten sind, was weiß ich, 3 Millionen Kapital, aber haben da irgendwie gar nichts davon. So, hier fahre ich mal rotzfrech durch Silo durch. Ja, wie gesagt, also es bringt eigentlich nichts, wenn wir zu viel hier unten bunkern. Ein bisschen was sollten wir schon wieder reinvestieren, damit wir ganz einfach auch hier entsprechend vorwärts kommen. Das werden wir jetzt gleich mal in Angriff nehmen. So, 16 Uhr ist rum. Wir gucken nochmal nach dem Preis. Ah, ist bei 6,40 geblieben. Schade. Aber jetzt können wir die Zeit ja auch ein bisschen vordrehen. Wir haben ja soweit erstmal alles Wichtige erledigt. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wie es gleich bei 17 Uhr aussieht. Vielleicht haben wir Glück, dass der Preis noch ein bisschen hoch geht. Und ich würde sagen, so gegen 17 Uhr werden wir auch langsam den Verkauf mal ansteuern. Oder wollen wir erst Feld 15 ernten? Wäre natürlich auch eine Alternative. Weil wir ja im Prinzip noch ein bisschen Zeit haben. Während die Sämaschine hantiert, könnten wir dann notfalls den Weizen auch noch wegfahren. Ist halt immer so die Frage, was lohnt sich? Oh, der Preis geht wieder runter. Das ist gar nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Okay, da warten wir jetzt 18 Uhr noch ab, weil so langsam läuft uns dann im wahrsten Sinne auch die Zeit weg. Oh, das war jetzt das Falsche irgendwie angekuppelt. So, dann nehmen wir den da. Das passt dann schon ein bisschen besser. Gut, dadurch, dass jetzt ja das Feld 15 gleich fertig ist, werden wir hier den Großen auch schon mal aktivieren. So, 18 Uhr warten wir jetzt noch mal ab. Passt das? Ja, passt, genau. Wunderbar. Oh, 6,43, ja. Ich überlege, dass wir bei 6,28 angefangen haben. Also, tut sich jetzt schon was. Ja, mal schauen, wie es gleich aussieht. Wir müssen auch gucken, dass wir hier mit den Wachstumsstufen entsprechend bei sind. Nicht, dass wir auf einmal hier zu schnell vorwärts laufen lassen. Gerade mal reingucken. Nee, ist, oh, eben wird es erntereif. Eben wird es erntereif. Gerade gucken, genau, eben ist es hier durch. Ja, eben läuft die Textur hier durch. Ihr seht, es wird jetzt alles erntereif. Sieht ja wunderbar aus. Okay. Gut, dann kann es jetzt gleich mit der Ernte losgehen. Ich würde sagen, wir warten noch bis 20 Uhr und dann drehen wir die Zeit zurück. Denn wir müssen ja dann schauen. Wie gesagt, ich würde sagen, dann machen wir doch erst die Ernte. Aber dann dürfen wir auf keinen Fall die Zeit vorlaufen lassen mehr. Denn wir müssen dann unbedingt schauen, dass wir hier die Ernte wegbringen und natürlich auch noch den Weizen, das große Angebot, ausnutzen. Ist bei 640 geblieben. Ich denke mal, das ist okay. Ich denke mal, das ist soweit okay. Damit können wir leben. So, hier werden wir jetzt gleich erstmal anfangen, die Ernte zu starten. Das kann ja das Helferchen ruhig schon mal machen. So, ja, dann gleich einmal den Helfer rein und los geht's. Gucken, ja, der fühlt sich auch ziemlich schnell. Also, wie gesagt, dann ziehen wir erst die Ernte durch. Gerade am Überlegen, wollen wir hier das Stroh nochmal mit einkassieren, weil wir haben jetzt bei der BGA noch nicht allzu viel. Dafür würde ich sagen, gucken wir mal schnell, wie es mit Stroh, wie es mit der BGA aussieht. Wachstum, ja, 83%, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, also machen wir mal eins, wir nehmen mal den Strohhäcksler rein. Und dann können wir im Ladewagen gleich das Stroh ein bisschen aufnehmen. Ich denke mal, das ist gar nicht schlecht, wir brauchen ja eh noch ein bisschen Düngematerial. Das können wir damit nämlich uns auch noch schön beschaffen. So, die Kühe sollten eigentlich auch schon ganz gut was produziert haben jetzt in der Zeit wieder. Ja, 18.000 Liter in der Güllegrube, das ist sehr gut. So, Milch wurde geholt, damit sind wir auf 276.000 hoch, das ist auch schon mal sehr gut. Und, okay, also, damit bin ich soweit zufrieden. Oh, am Samstag in 3 Tagen soll es regnen. Das ist natürlich nicht ganz so schön. So, wir werden jetzt erstmal hier den Truck holen. Und werden mal so langsam in Richtung Case laufen. Ich denke mal, die Ernte, die ziehen wir vorher durch. Und dann geht's an den Weizenverkauf. Und ich glaube, ich wage mal zu sagen, dass wir hier mit der Stunde ganz gut liegen. Ich überlege nämlich gerade, ob wir vielleicht die Gerste auch gleich verkaufen. Müssen wir mal gucken, weil wir kriegen ja ziemlich viel zusammen. Die Ernte dauert aber auch ein bisschen. Ob wir das innerhalb einer Game-Stunde hinkriegen, müsste ja eigentlich passen. Gucken, wo der Junge unterwegs ist. Ja, der dreht noch nicht mehr. Der schafft noch nicht mal eine Spur sozusagen, bis er voll ist.
Puh, das ist einiges, das ist einiges, das ist einiges. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir da eine Aktion vor. Also, wir haben die BGA, wir haben gleich noch hier den Verkauf. 640, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen rechnen. 640, das sind also dann 600 pro 1000. Aha, sind 60, sind ungefähr 100.000 Euro, die wir hier reinkriegen. Über den Weizen. So, bei der Gerste müssen wir mal gucken, wo da der beste Preis ist. 516 sehe ich gerade. So, und da haben wir dann so in Summe, ja, mindestens mal 200.000 Liter. Wären also auch nochmal 100.000 Euro. Das heißt, damit hätten wir im Prinzip das Geld schon für die Maschine zusammen und dann haben wir die BGA noch und noch Reserve Gerste sozusagen, bis es erntereif ist. Ja, da würde ich sagen, ziehen wir nämlich eine Sache mal vor, nämlich wir werden jetzt das zweite Gespann kaufen, weil es macht einfach langsam Sinn, dann können wir nämlich doch ein bisschen schneller hantieren, kostet auch nicht die Welt. Dann ziehen wir das, wie gesagt, programmtechnisch nochmal vor die Erntemaschine, die kriegen wir auf alle Fälle zusammen, aber mit zwei Kippern, denke ich mal, kommen wir so langsam doch ein bisschen besser zurecht. So, da kaufen wir den Agroliner. Und ich wollte schon den Farmall eben nehmen. Haha, nein, den Lizard Truck brauchen wir dann noch dazu. So, jetzt haben wir zwar nicht mehr allzu viel Geld, haben wir ein zweites schönes Gespann. Das werden wir uns jetzt auch gleich schnappen hier. Ja, ich denke mal, das ist auch ganz gut. Ihr habt ja auch in den Kommentaren schon geschrieben, dass es sinnvoll wäre, mal so langsam so ein zweites anzuschaffen. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt gleich machen, sind wir auch gut vorbereitet. Ich wollte das eigentlich erst noch ein bisschen nach hinten ziehen. Aber so können wir dann doch ein bisschen besser arbeiten. So, jetzt können wir nämlich parallel zur Ernte im Prinzip uns ohne Probleme zum Silo fahren, den Weizen schon mal abstoßen. Dann haben wir da sozusagen auch ein bisschen weniger Druck auf der Anlage. So, jetzt läuft das wunderbar. Ich muss mir auch was anderes angewöhnen. Ich habe in den letzten Let's Plays festgestellt, ich sag viel zu oft so. Also, ist euch das auch aufgefallen? Bei jedem zweiten, dritten Satz so. So, ne? So, jetzt sind wir da. So, der Mähdrescher ist auch gleich voll. So, also wir sohen ein bisschen zu viel rum. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Zum Beispiel hier vorsichtig reinzufahren, dass ich nicht unbedingt gerade am Silo hängen bleibe. Oh, während der nämlich hier auffüllt, können wir nämlich parallel dazu den zweiten, ja, das zweite Gespann nutzen, um gleich hier Mähdrescher abzutanken. Also ich denke mal, das macht schon ein bisschen stressfreier, das Ganze. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Gerste ist jetzt erstmal uninteressant. Ich war jetzt hier nur gerade auf der falschen Taste. So, zum Imbiss müssen wir schon wieder so. Ist ja schlimm hier. Und ja, der Weizen, also Imbiss ist in dem Fall der Deiner unten. Da hatten wir ja sozusagen schon mal was vorbereitet, aber das war dann irgendwie auch nicht so Bombe, weil wir ja dann doch erst noch was anderes zu tun hatten. Aber jetzt mit dem zweiten Gespann läuft das eigentlich ganz cool. Ah, komm, gib Gas, mein Freund. Okidoki, jetzt können wir losfahren. Ab zum Deine. Ab zum Deine, ab zum Deine. So, müssen wir aber oben rumfahren, weil unten wird es ein bisschen aufwendig. Denn das Feld 18 gehört uns noch nicht und damit haben wir natürlich ja noch nicht so die Möglichkeit, auf direktem Wege dorthin zu fahren. Also wenn wir da dementsprechend hier mal den Weg oben rum wählen, dann müssen wir kurz an der Spinnerei vorbei, wo wir ja auch die Wolle von den Schafen entsprechend hinpacken. Und der Lizard Truck mit Gerst ist schon wieder zu 41% voll, finde ich richtig gut. Bedeutet nämlich, dass wir da auch schon langsam in Summe auf die 400.000 Liter rennen. Denn wir haben ja über 350 auch schon im Silo drin. Deswegen möchte ich da auch ein bisschen was verkaufen. Ich denke mal, unsere Anschaffung hier für das Gespann kriegen wir durch den Weizen relativ schnell wieder raus. Also 36, ja, knapp 38.000 Euro. Eine Fuhre, drei Fuhren haben wir. Damit haben wir ja schon den Hänger dicke wieder entsprechend draußen. So fahre ich mal hier innen rum. Gucken, ob ich da überhaupt mit meiner großen Maschine durchkomme. Da hinten ist der Diner, da ist auch die Verkaufsstelle. Ja, passt eigentlich wunderbar. Können wir das hier nämlich abgeben. Ich will aber vorher nochmal auf der Map kontrollieren, ob das wirklich jetzt auch hier die richtige Ecke ist. Ja, da blinkt das Symbol, das passt. Also können wir das Ganze hier abgeben und gut zu Geld werden lassen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Ja, ihr seht, 100.000 haben wir schon wieder voll, also das passt wunderbar.
Dann bringen wir den auch im Prinzip gleich wieder zurück. Und wenn wir da hier wieder am Volllaufen lassen sind sozusagen, müssen wir uns auch ganz schnell wieder um den Case kümmern. Aber ich glaube, wir schaffen die Rückfahrt schon gar nicht mehr komplett. Aber ich sehe noch was. Ich glaube, wir schaffen gar nichts mehr so richtig komplett, denn unsere Zeit ist schon wieder um. Das ist ja schlimm. Mann, 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 Mann. Vorsicht, hier komme ich. Ah, hat der nicht nur Rundumleuchte? Nee, hat er nicht. Klar, ist ja auch ein Straßenfahrzeug. Ha, ich Dummerchen. So, bin ich hier jetzt richtig? Ich denke ja. Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, dann lassen wir den Mähdrescher auch gleich voll. Und ich würde sagen, wir fahren mit dem hier einfach nur bis zum Silo runter. Und da geht es dann morgen weiter. Also mit unserem zweiten Gespann werden wir den Weizen verkaufen. Parallel dazu die Ernte auf Feld 15 vorantreiben. Und damit auch entsprechend uns das nötige Geld jetzt zusammenholen, was wir brauchen, damit wir dann die große Erntemaschine uns kaufen können. Die würden uns einen Haufen Geld kosten. Und ja, da arbeiten wir uns jetzt erstmal ganz gemütlich drauf hin. Weil es ist doch schon entspannter, mit zwei Geräten zu arbeiten. Nehme ich deswegen auch ja den Ratschlag von euch etwas früher an als geplant. Und ja, macht also auch ein bisschen mehr Laune damit zu ein. Da ist man ein bisschen flexibler. Aber nichtsdestotrotz war es das für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.